So, da bin ich wieder mal. Lange Zeit ist es her. Jetzt haben wir heute den 28. mittags irgendwann hier 13:09 Uhr. Hier 13:09 Uhr, den 28. Vlog 6, aber ist jetzt schon eine ganze Weile her, wie gesagt, wo ich das letzte gemacht habe. Es liegt daran, dass ich jetzt in einer anderen Kulisse bin, die man sieht. Ich bin gerade mitten so im Umzug und habe gerade mein Projekt läuft immer schneller und schneller und immer mehr zu tun, dass ich kaum zur Ruhe komme und jetzt einfach mal das sechste Video bringen, da ich noch lebe. Also sehr, sehr viele Leute haben mich gefragt, geht's weiter? Wie sieht's aus? Hast du aufgehört damit? Nein, ich habe nicht aufgehört damit. Ich habe bloß jetzt nicht mehr so die Zeit gehabt, ein Video zu machen, ja. Was kann ich euch dazu sagen? Also man sollte eigentlich, wenn man diese 22 Stunden durchzieht, sich auch Ruhepausen gönnen zwischendurch. Nicht nur diese 20 Minuten Schläfe oder Schlafaktionen, sondern man sollte sich auch Ruhepausen gönnen, also mal zwischendurch mal nichts tun. Fällt mir teilweise schwer, aber jetzt hier mittlerweile, hier bin ich in meiner alten Umgebung. Ich bin in Richtung Stuttgart zurückgezogen jetzt. Da kenne ich sehr, sehr viele Leute noch von früher halt hier. Hier komme ich her und da lenken mich die Leute schon ein bisschen mit ab. Ja? Das heißt, mit den Leuten gemeinsam mache ich auch was und dann lenkt es mich auch ein bisschen ab. Ja? Was kann ich noch sagen zu dem Thema? Wichtig ist es halt auch zu schauen, dass man sich einen Plan macht. Habe ich glaube schon mal gesagt, aber nochmal ganz, ganz wichtig, einen Plan macht, was man über den Tag macht. Also eine Art Tagesplanung, nicht nur Wochenplanung, nicht nur Monatsplanung, auch Planung, was man am Tag macht und auch die Zielplanung. Und dann zwischen diesen Punkten, die du aussuchst, die du machen willst, auch die Wichtigkeitspunkte unterscheiden. Also wichtig ist auch, nicht nur Aktivitäten aufzuschreiben, sondern auch aufzuschreiben, was das Wichtigste ist. Ja? Und also das Wichtigste als erstes und so weiter. Ja? Weil das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wird es auch demnächst, geht es wieder richtig los, extrem mit Fitness. Ich mache jetzt schon jeden Tag zwar Fitness, oder 5 Tage die Woche im Moment. Aber es wird noch eine Steigerung geben, es wird wieder einen richtigen Ernährungsplan und so weiter geben. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie es da vorangeht. Und das eigene Projekt, wie gesagt, es geht richtig, richtig schnell voran und es wird sich demnächst auch in den nächsten 2, 3, 4 Wochen ein kleiner Teil davon äußern, ein kleiner Teil davon kommen, vielleicht auch in Videoform. Wir bauen gerade was sehr, sehr Großes auf und es ist immer schön, wenn man aufwacht und am nächsten Tag wieder sieht, ey, es ist was passiert, auch über Nacht, auch wenn man schläft, weil ich nachts nicht reingucke. Wenn ich da arbeite, weil nachts kann ich übrigens am besten arbeiten. Mein Problem ist es, oder mein Punkt auch an euch, der heute wichtig ist, nachts ist, denkt der Körper, er schläft und da produziert er auch ein gewisses Enzym oder so. Nachts ist es irgendwie so, also nachts fühle ich mich müder, wie tagsüber, egal wie lange ich schlafe oder was auch immer, das spielt gar keine Rolle. Das heißt, nachts versuche ich Vollgas durchzuarbeiten, eher keine Pausen zu machen, weil nachts dann komme ich dann eher runter und werde eher müde und deswegen gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr das durchziehen wollt, macht eure Aktivitäten hauptsächlich auch, also auch nachts. Ja? Also Fitnessstudio gehe ich ja jetzt auch öfters mal nachts. Heute war ich jetzt heute Morgen irgendwann um 7 oder so bin ich ins Fitnessstudio gefahren. Gibt es hier zum Glück auch mein McFit. Man sieht natürlich, dementsprechend sehe ich natürlich ein bisschen müde aus oder müde aus, vielleicht sehe ich auch immer so aus, keine Ahnung. Aber es ist immer so ein bisschen mehr bescheiden. Ich bin noch da, die Videos kommen noch, aber ihr werdet auch sehen, warum. Ihr werdet im Laufe der nächsten paar Monate sehen, warum das Ganze ein bisschen langsamer jetzt kommt und mit den Videos oder weniger Videos kommen, weil halt einfach sehr, sehr viel zu tun ist. Auch die Wichtigkeit von anderen Dingen höher ist, wie dieser YouTube-Channel, sage ich jetzt mal. Wobei ich natürlich auch möchte, dass dieser weiter in Aktion kommt, weiter gearbeitet wird dran. Ja, das war's schon und wir sehen uns dann zum nächsten Vlog. Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ob er morgen kommt, wann er kommt, wie er kommt, aber er wird auf jeden Fall kommen. Also ich werde euch schon sagen, wenn ich das Projekt unterbreche oder aufhöre oder sonst irgendwas. Okay? Alles klar, macht's gut, bis dann und ciao.